was geht? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben das Jahr 2024 und eigentlich sollten wir schon auf dem Weg zum Mars sein, um dort ein paar intergalaktische Stationen aufzubauen, um von Wurmloch zu reisen, sodass die Menschheit bald das gesamte Universum bewohnt. Ja, aber stattdessen haben wir uns in TikTok Brainrot verloren. Und das hat die Menschen so auseinandergenommen. Ich wette, selbst wenn wir zum Mars reisen könnten, die würden sich lieber dazu entscheiden, zu Hause auf der Couch zu bleiben und weiter zu scrollen. Genau deswegen schauen wir uns heute mal wieder ein paar Leute an, die absolut Brainrot sind und als Sternzeichen das TikTok-Logo haben. Ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich würde mich als Azarkin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, so um die 2 Meter und habe 4 Ohren und mein Körperbau ist ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Erde. Der Bruder denkt auch gerade nur so, ja, what the f***? Wer hat mich bei diesem Interview eingetragen? Wer will mich pranken? Ich muss noch mal ganz kurz ihre Art verstehen, weil ich möchte sie nicht disrespekten und irgendwie den Namen von einem anderen Rudel aussprechen, mit dem die gerade Clankrieg haben. Ich würde mich als Azarkin-Alien-Hybrid bezeichnen. Okay, sie ist also ein Azarkin-Alien-Hybrid. Einfach Hybrid, die kann sich entscheiden, ob sie heute mit Benzin oder Elektro läuft. Wenn sie mit Elektro läuft, hört sie sich so an. Ich würde mich als Azarkin-Alien-Hybrid bezeichnen. Sorry, okay, genug rumgemime. Das kann sie doch nicht ernst meinen, oder? Was für Azarkin-Alien-Hybrid und wozu diese Maske? Ist diese Maske Teil deiner neuen Identität? Wenn ja, und das so wichtig ist für sie und quasi ihre Rasse ausmacht, wieso musste sie dann direkt die erste Plastikmaske nehmen, die sie im Shop gefunden hat? Wäre die nicht im Angebot gewesen, hätte sie heute eine komplett andere Identität. Und wäre wahrscheinlich auch noch schwarz oder so. Also meiner Meinung nach, wenn sie sich dabei wohlfühlt und jetzt nicht wirklich wie ein Tier mit Tollwut in der Bahn rumspringt und fremde Leute kratzt und beißt, ist alles cool. Und ich muss auch sagen, diesen Part hier fühle ich. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, so um die 2 Meter und habe 4 Ohren und meine... Ich schwöre, in meiner wahren Form bin ich auch 2 Meter und nicht wie jetzt 1,76 Meter. In meiner wahren Form bin ich über 1,80 Meter, okay? Aber ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen inneren Auge. Durch Astralreisen und Meditation, jetzt geht's los. Ich fange gerade auch wieder an mit Meditation und eigentlich, wenn ich das jetzt höre, will ich sofort wieder aufhören. Stell dir mal vor, ich will nur entspannt meditieren, um den Kopf frei zu bekommen und auf einmal denke ich mein Leben lang, dass ich ein Azarkin-Alien-Hybrid bin und ich mache so geisteskranke Videos mit so einer Maske, wo ich auch am Bellen und Miauen bin. Oh Gott, bewahre. Und ich hoffe, jetzt kommt mir hier auch niemand in den Kommentaren. Naja, also wenn sie sich so fühlt, dass sie schon immer ein Azarkin-Alien-Hybrid ist und kein Mensch, dann ist sie das auch. Nein, halt's Maul, sie ist ein Mensch. Das kommt 100% von zu viel TikTok und sozialen Medien, weil nie im Leben kommt ein Mensch ohne Social Media auf die Idee, dass er plötzlich ein Azarkin-Alien-Hybrid ist. Das gibt's nicht mal. 100% Brainrot verified. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt Brainrot, aber ich habe das hier einfach mal mit reingenommen, weil es lustig ist. Obwohl, die hat da ihr Handy aufgestellt, um ihre Reaktion zu filmen, wie sie in den Urlaub fliegt oder so. Bro, das ist auch Brainrot! Es interessiert wirklich niemanden, wie sehr du dich freust oder so. Und du bist auch kein Influencer, der das so krass teilen muss. Die einzigen Leute, die was mit deinem Video anfangen können, sind die, die das dann danach downloaden, um diese Sounds drunter zu legen. Gottlos, wer da gelacht hat. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an diesen Kollegen, der in der Bahn fremde Leute belästigt für seine TikToks. Ja, genau der. Und ja, er hat auch schon wieder zugeschlagen. Immerhin läuft dieses Mal nicht dieses Dalaun-Lied im Hintergrund. Immerhin hat er da schon mal jetzt nicht reingeschissen. Holy sh**, wieso habe ich das Gefühl, das ist die erste, bei der das hier wirklich funktioniert und sie sich nicht belästigt fühlt. Ach ja, übrigens, das ist der Hauptcontent von dem Typen hier. Einfach jedes Video hat den gleichen Ablauf und Inhalt. Wirklich kreativ, muss ich sagen. Oh.
Oha, also ich will nicht sagen, dass ich ihm das gönne, aber das war genau der Ausgang von dem Video, den ich mir gewünscht habe. Real Talk als Frau, ich würde genau das gleiche machen. Ich hätte wirklich so gar keine Lust, dass mich irgendjemand am Nachmittag abfuckt in der Bahn und so einen riesen Aufriss macht, nur dass er davon dann einen TikTok hochladen kann. Der meint das ja nicht serious, der macht das ja nur, um irgendwelche krassen Reaktionen zu bekommen, damit sein TikTok mehr abgeht. Und ich wette wieder mit jemandem in den Kommentaren um 10 Euro, dass er niemals die Erlaubnis hat, von ihr das hochzuladen. Ich meine, natürlich hat er die Erlaubnis. Ansonsten würde ich das jetzt auch ja niemals nochmal in mein Video packen. Wenn ich nicht wüsste, dass sie nicht gezeigt werden will. Ja, nee, alles gut. Der hat die Erlaubnis, alles gut. Leute machen heutzutage echt alles für TikTok-Likes. Und die sind sich auch zu nichts zu schade. Denen ist nichts unangenehm. Aber Bro, ich kann dir sagen, das ist peinlich. Also immerhin nicht so peinlich wie die andere Dalaun-Version, aber das kommt schon nah ran. Lil Bro hat wirklich gedacht, er bekommt die Nummer von irgendeiner in der Bahn, die sowieso schon wusste, dass er irgendein Wannabe-TikToker ist, der nur nach Fame geiert. Und apropos, dass Leute alles machen für Likes auf Social Media, ich habe hier einen McDonald's-Mitarbeiter gefunden, der gar keinen Bock mehr hat auf seinen Job und deswegen erstmal das gemacht hat. McDonald's, I'm finna crash into it, all my mama. Dramatic crash at a McDonald's in Springfield. Miraculously, the driver was able to get out of the car without help and is recovering from their injuries. Da war jemand wirklich so sauer auf die Meckes-Schicht, dass er sein Auto in den Laden gefahren hat. An der Stelle kann ich das auch verstehen. Wenn du jeden Tag 20 Mal das stinkende Fett aus der 50 Jahre alten Fritteuse holen musst, nur damit dich im Nachhinein noch ein Kunde anschreit, weil ein Kollege von dir 2 Nuggets vergessen hat reinzupacken, dann würde ich auch alles tun, um den Job zu quitten. Ich würde jetzt vielleicht nicht mit meinem Auto in den Meckes direkt crashen, aber gut. Jeder geht mit solchen Situationen anders um. Dramatic crash. Das Auto hat's crazy geflippt. Man könnte auch denken, das ist das Werk von jemandem im Drive-In, der nur für einen McFlurry gekommen ist und gerade erfahren hat, dass die Eismaschine kaputt ist. Erster Kommentar, den ich lese. Hä? Jetzt mal ganz im Ernst. War schon mal jemand in diesen USA? Fühlt sich manchmal an, als wenn das NPCs sind. Nein, Bruder. Noch nie war jemand schon mal in diesen USA. Noch nie. Der tut so, als wäre das ein anderer Planet. Diese USA. Aber trotzdem gebe ich ihm recht. Man könnte manchmal wirklich denken, dass in den USA nur NPCs leben. Dieses Land ist die reinste Simulation. Ich meine, schau dir mal diesen random Farmer aus Texas an. Der Bro denkt auch gerade, er ist in Happy Wheels. Der arme kleine Timmy da hinten drin, der eigentlich nur zur Schule gebracht werden sollte von seinem Vater. Einfach, ich stell mich hier hin, kannst du einmal ein Bild machen? Okay. Nee, so Hochformat. Ja, okay. Was ist das jetzt schon wieder für ein geistiger Dünsch? Auf welche grandiose Idee ist jetzt schon wieder eine von diesen OnlyFans-Darts gekommen? Okay, danke dir. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Wird schon gut sein. Dein Ernst? Sie fragt Leute draußen, ob sie ein Bild von ihr machen können und der Hintergrund ist sie dann nackt? Oh, komm schon. Wieso kommt nicht einmal ein qualitatives TikTok, um dein OnlyFans zu promoten? Ach so, ach ja, stimmt. Das liegt daran, dass alle OnlyFans-Frauen weniger als 30 Gehirnzellen besitzen und nicht in der Lage sind, kreativ nachzudenken und sinnvolle Dinge zu tun. Ja, stimmt, genau das ist es. Stell dir mal vor, der Typ wäre unter 18 oder so. Das wäre halt gottlos die Straftat, für die man in den Knast gehen kann. Aber ja, ich denke jetzt nicht, dass er unter 18 ist. So. Ich will dir da jetzt auch nichts anhängen. Moment, ich stelle mich ungefähr hier hin. Einmal so swipen auf die Seite. Ach, du. Ach du Schande, jetzt aus. Genau. Einmal so rüber swipen. Ja. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Warum wollen Sie das haben? Für Instagram und TikTok und so. Ach so. Ja, okay. Genau. Der arme Mann, Alter. Krass, das ist eiskalt der Vater von einer Freundin von mir. Oh nee. Also wenn das stimmt und nicht Cap ist, dann gab's safe noch richtigen Ehestreit wegen diesem TikTok. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Ey, wirklich, der arme alte Mann. Der musste for real 2 Wochen auf der Couch pennen, nur weil er dafür ausgenutzt wurde, von irgendeiner billigen ihr OnlyFans zu promoten. Diese Frauen sind der Teufel. Haltet euch bloß fern von Frauen, die OnlyFans machen. Das kann niemals gut enden. Parmesanische Bergbrot. Schimmerkäse mit Käsemarmelade aus Brasilien. Tomaten, mundgerecht geschnitten von Pablo Escobar. Tomaten mundgerecht geschnitten von Pablo Escobar? Wen willst du hier verarschen? Pablo Escobar ist tot. Wie soll er deine Tomaten geschnitten haben, die du in einem random Café in Deutschland gekauft hast? Cornflakes aus USA, Leute.
127.321 Stück. Extra nachgezählt. Und das hier sind auch keine 121.000 Stück Cornflakes. Pakistanische Bergzucker haben hier. Liegt bei 500 Euro. Krokodileier sind das hier. Sehr lecker. Liegt bei 2.000 Euro. Brasilianische Wassermelone. Da liegt bei 2.000 Euro der ganze Teller. 2.000 Euro für 8 Scheiben Wassermelone. Oh, sorry. Ich habe ganz vergessen, es sind brasilianische Wassermelonen. Kamelmilch und Kelly Jenner Butter. Da liegen wir mal alle zusammen, liegen wir bei ungefähr so 15.000 Euro. Was labert der? Bitte, was redet der? Ich kenne den Typen von TikTok, der versucht immer auf Krampf reich zu sein. Und das Ding ist, jeder weiß hier, er ist überhaupt nicht reich. Es gibt nichts Unrealistischeres als ein 15.000 Euro Frühstück. Wenn ich jemanden verkaufen will, dass ich reich bin, würde ich so auf Low-Key ein bisschen flexen, vielleicht auch so eine Fake-Uhr tragen. Aber bitte, was für 15.000 Euro Frühstück? Niemand glaubt das. Nicht mal jemand, der wirklich reich ist, geht frühstücken für 15.000 Euro. Und falls doch, dann ist das ja noch peinlicher, als sich sowas auszudenken. Mai 2022. 2 Jahre später. Bro ist einfach Meerjungfrau geworden. Ich muss aber echt sagen, seine Bewegungen, die sehen smooth aus. Wenn das ein Kind sieht, was noch an Meerjungfrauen glaubt, das Kind wird danach ein Trauma für immer haben. Und auch wenn das hier irgendwelche Fischer draußen auf dem Meer sehen, die werden dir eine Harpune in den Rücken jagen, weil die denken, du bist ein Pottwal, den sie töten können. Geh damit bloß nicht raus ins offene Meer. Ich feiere den Typen wirklich. Geiler Mann. Gibt einfach einen F*** auf alles und verbringt seine Zeit schön da unten im Wasser. Ohne Probleme. Ich wette, da unten gibt's auch kein Finanzamt, was dir auf den Sack geht. Ach ja, wie gern wäre ich eine Meerjungfrau. Naja, wie auch immer. Freunde, Jungs und Mädels und Meerjungfrauen und Asakin-Alien-Hybrids. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace.